Es gibt so ein paar Entwicklerstudios, bei denen horche ich unweigerlich auf, wenn sie was Neues ankündigen. Valve ist so eines, natürlich auch Rockstar und Grasshopper Manufacture. Der kleine japanische Spielehersteller hat sich in den letzten Jahren durch eine Vielzahl sehr, ja, eigenwilliger Titel einen Namen gemacht. Aushängeschild und bekanntester Name ist Goichi Suda, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Suda51. Ihm haben wir so spezielle Spiele zu verdanken wie das Zombie-Cheerleader-Gemetzel Lollipop Chainsaw, die pubertär-blutige Dämonenjagd Shadows of the Damned, das grafisch beeindruckende, bockschwere Retro-Shoot'em-up Cinemora und vor allem das völlig unterschätzte Psycho-Meisterwerk Killer 7, zu dem ich gerade eine längere Videoreihe plane. Nun also Black Knight Sword. Das Ding ist zwar nicht mehr ganz taufrisch, wir schauen aber trotzdem mal rein. Black Knight Sword. Black Knight Sword ist ein spielerisch simples 2D-Jump'n'Run und erinnert in mehr als einer Hinsicht an den alten Capcom-Klassiker Ghouls and Ghosts. Ihr steuert einen namenlosen, schwarzen Ritter durch eine Handvoll Level, von denen eines abgefahrener ist als das andere. Und damit sind wir auch schon bei der größten Besonderheit von Black Knight Sword, der absolut einmaligen Präsentation. Das ganze Spiel findet quasi wie ein Theaterstück auf einer Bühne statt, deren Vorhang immer im Bild ist und den extrem theatralischen Grundton des Abenteuers nur verstärkt. Ihr hört das unsichtbare Publikum tuscheln, bei euren Erfolgen applaudieren und im Falle eures Todes enttäuscht aufheulen. Während ihr euch durch die Levels kämpft, wird das Bühnenbild immer wieder angepasst und verändert. Achtet mal auf die ganzen Details im Hintergrund. Es ist eine wahre Freude zu sehen, wie sich die Designer und Grafiker hier ausgetobt haben. Wer ein bisschen älter ist, wird sich vielleicht an Dynamite Heady auf dem Mega Drive von Sega erinnern. Auch hier war Theater das Thema. Aber wo Dynamite Heady niedlich, knuddelig und bunt war, ist Black Knight Sword verdreht, düster und morbide. Irgendwo zwischen europäischen Märchen, mittelalterlicher Folklore und einem Absinthrausch. Bei Zeiten fühlt man sich gar an die unvergessenen Animationen von Monty Python erinnert. Oder geht das nur mir so? Ich sagte ja bereits, dass Spiele von Grasshopper Manufacture immer etwas eigenwillig sind. Da macht auch Black Knight Sword keine Ausnahme. Einfach mal so in lockerer Reihenfolge: Feuerbälle spuckende Gesichter, zweiköpfige Dicke, die blaue Murmeln oder sowas werfen. Extras gibt's aus Mikrowellen. Und eure Bonus-Items kauft ihr, wie sollte es auch anders sein, bei einem riesigen Augenrad mit bunten Mündern. Noch ein Schluck Absinth? Das klingt ja alles richtig schön abgefuckt und skurril. Ist Black Knight Sword also ein unbeachtetes Juwel abseits des ausgelatschten Mainstreams, das man unbedingt gespielt haben muss? Leider nein. Und damit kommen wir zum kritischen Teil des Videos. So wunderschön und einzigartig das Spiel nämlich aussieht, so konventionell, ja, fast schon einfallslos, ist nämlich das eigentliche Gameplay ausgefallen. Nicht falsch verstehen. Ich habe absolut nichts gegen gute, alte, klassische Hüpfer, die sich auf das Wesentliche besinnen. Aber in all dem Designwahnsinn zwischen den ganzen Monstern, Aufzügen und Blutfontänen vermisse ich doch ein paar wirklich frische Ideen. Ihr rennt, springt und schwingt das Schwert. Ja, und das war's im Grunde. Ein bisschen habe ich das Gefühl, dass Black Knight Sword nach dem Motto Stil über Substanz verfährt. Dass die grafische Verpackung wichtiger war als das Spiel dahinter. Ein paar mutige Spielelemente hätten wirklich Platz gehabt. Am Anfang zum Beispiel lernt ihr das seltsame Geisterwesen Helleborus kennen, das euch das ganze Spiel über begleitet. Es ist quasi die körperliche Form eures Schwertes, kann Gegner aus der Distanz angreifen und Schalter bedienen. Schickt ihr den Dampfmann los, seid ihr ziemlich wehrlos und könnt nicht mal Doppelsprünge ausführen. Eine potenziell interessante Idee, die aber weder verfolgt noch originell eingesetzt wird. Von ein paar Bonusattacken abgesehen, die ihr nach Beendigung eines Levels bekommt, macht ihr von Anfang bis Ende im Grunde dasselbe. Und das wäre ja vielleicht noch nicht mal so schlimm, wenn die lieben Jungs von Grasshopper nicht ein paar krasse Fehlentscheidungen im Spieldesign getroffen hätten.
Und damit kommen wir zum dicken Kritikpunkt Nummer 2. Hey, habt ihr schon mal was von einem Spiel namens Dark Souls gehört? Ja, schon klar, war nur ein Witz, natürlich habt ihr das. Also, Black Knight Sword hat sich einiges von Dark Souls abgeguckt. Ja, ich weiß, es klingt erstmal komisch, aber wenn man genauer hinschaut, ist der Einfluss doch unverkennbar. Nicht nur, dass auch in Black Knight Sword die Hintergrundgeschichte kaum beleuchtet wird und während des Zockens kaum eine Rolle spielt. Das Design eures schwarzen Ritters hätte, ein bisschen gepimpt, auch locker in die Undead-Burg gepasst. Wenn er läuft, klingt er auch fast wie ein dicker Brocken aus Dark Souls. Selbst einige Gegner, wie diese explodierenden Köpfe hier, scheinen fast aus Dark Souls geborgen. Die größte Gemeinsamkeit ist jedoch der Schwierigkeitsgrad. Auch Black Knight Sword ist bei Zeiten so haarsträubend frustig, dass man am liebsten das Pad an die Wand werfen möchte, vor allem gegen Ende hin. Aber, und das ist der große Unterschied, in Dark Souls überwiegt der Frust niemals die Motivation. Dort ist es oftmals die eigene Unzulänglichkeit, die einen ins Grab bringt. Zu langsame Reaktion, Unaufmerksamkeit oder dass man wieder mal hektisch Button gemasht hat, obwohl man verdammt genau weiß, dass man hätte ausweichen sollen, sich das aber niemals eingesteht wird. Das Kampfsystem in Dark Souls ist nahezu makellos. Ein perfekt ausbalancierter Tanz aus Angriff und Defensive, fast wie ein Ballett. Tja, und genau diese Präzision fehlt Black Knight Sword. Euer Ritter ist immer ein Tick zu behäbig. Zwischen Druck auf den Schlagbutton und der tatsächlichen Ausführung liegt eine deutlich spürbare Verzögerung von einer halben Sekunde. Klingt nicht viel, kann im Eifer des Gefechtes aber den Unterschied zwischen einem besiegten Endboss und dem Game Over Screen machen. Oder eure Ausweichrolle. Prinzipiell ja eine tolle Idee, mit einem Pad-Kommando in Windeseile aus der Gefahrenzone zu huschen. Das aber mit nur einem einzigen Knopfdruck zu machen, schien irgendwem bei Grasshopper wohl zu intuitiv und bewährt. Also hatte dieser irgendwer die Spitzenidee, diese Rolle mit D-Pad unten plus Knopfdruck auszulösen, was euren Ritter dazu veranlasst, in die entgegengesetzte Blickrichtung zu rollen. Alles klar? Wie der Nerd sagen würde. What were they thinking? Ja, genau. Was zur Hölle haben die sich dabei gedacht? So wird aus einem prinzipiell grundlegenden, essentiellen, lebensrettenden Manöver, das einem nach ein paar Spielminuten ohne drüber nachzudenken von der Hand gehen sollte, wie zum Beispiel das Ausweichen in, jawohl, Dark Souls, zu einem unnötig komplizierten Gefummel, das man weniger oft einsetzt, als es das Spiel von einem verlangt. Ein klassischer Fall von grundlos verkompliziert, der empfindlich am Spielfluss nagt. Oh, und das letzte Schmankerl. Das besoffene Arschlochteufelchen, das den Designern offenbar gerne ins Ohr geflüstert hat, ist vermutlich auch dafür verantwortlich, dass es keine Autosave-Funktion gibt. Nö. Ihr müsst manuell abspeichern oder euer gesamter Fortschritt ist über die Wupper, wenn ihr die Konsole ausmacht. Und ja, mich kotzt das so an, weil mir natürlich der Super-GAU passiert ist. Der Level-Endboss verdrischt mich wieder mal nach allen Regeln der Kunst, ich krieg so eine Krawatte, beende das Spiel und realisiere 2 Sekunden später, dass ich nicht gespeichert habe. Alles für den Arsch. Ich kann das gesamte Spiel nochmal von vorne beginnen. Ihr könnt euch vorstellen, was ich für ein Gesicht gemacht habe. Auch wenn es jetzt vielleicht so klingt, Black Knight Sword ist kein schlechtes Spiel. Trotz unnötiger Frustmomente macht es ja durchaus Spaß und ist durch seine gewagte Inszenierung ein wahres Fest für die Sinne. Ja, es sieht super aus und es hat einen Style, in dem man sich direkt verlieben könnte. Aus mir spricht einfach die Enttäuschung, dass Black Knight Sword spielerisch dagegen nicht so viel auf der Pfanne hat. Dass es bei Zeiten unnötig frustig ist. Aber vielleicht am meisten, dass es nicht so clever und tiefgründig ist, wie es tut. In mir grummelt ein ganz böser Verdacht, dass all der abgefahrene Scheiß, die ganzen Mikrowellen und Engel und Hühner und Augenmonster und Fische, dass alles so verkrampft auf skurril und bizarr designt wurde, um damit zu verbergen, dass das eigentliche Gameplay ziemlich durchschnittlich ist. Und wenn ich so an Lollipop Chainsaw und Shadows of the Damned zurückdenke, sehe ich da langsam ein gewisses Muster. Hey Grasshopper, es müssen nicht immer 11 Meter große Eselmonster mit Hintern als Händen sein, die aus ihrem Schniedel regenbogenkotzende Einhörner schießen, damit wir eure Spiele faszinierend finden. Meinetwegen ruhig weniger What the fuck und mehr Alter, was für geile Spielideen. Und schon schreibe ich euch persönlich einen nach Rosen duftenden Liebesbrief. Oder
ihr lasst einfach diesen ganzen Ritter, Engel, Zombie, Cheerleader Quatsch und gebt uns, was wir wirklich wollen. Ein Nachfolger zu fucking Killer 7. Ach, man wird ja wohl noch träumen. Doesn't it? Ladet euch Black Knight Sword runter, wenn ihr Bock auf ein visuell einzigartiges, knackschweres Retro-Gehülke habt. Aber macht euch auch klar, dass es eine Menge runderer, originellerer und schlichtweg besserer Spiele dieser Art gibt. Ach ja, und Grasshopper, jetzt mal ernsthaft. Ich will ein Sequel zu Killer 7. Jetzt.